Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hatten letztens auf einen Bahnunterführung reacted. Jetzt kommt der Bahnübergang. Und zwar hat sich wieder der iBIMS gewünscht, realer Esel, teurer Bahnübergang in Wings. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Dankeschön übrigens an dieser Stelle fürs neuen Wunsch. Das ist Bürgermeister Patrick Pawlowski aus Schön, dass Sie immer die Bürgermeister vorstellen. Sehr gut. der Gemeinde Wingst. Und das ist der niegelnagelneue Bahnübergang mit einer topmodernen Straße. Diese Straße hier ist die bestsanierte Straße, die wir in der Wingst haben. Und ja, darüber sind wir nicht glücklich. Okay, wir sehen hier gerade die bestsanierteste Straße von Wingst. Sieht neu aus, sieht gut aus, ja. Okay, warum sie nicht darüber glücklich sein konnten? Eventuell viel zu teuer oder sie ist nur für Privatbenutzer oder whatever. Wir werden es gleich herausfinden. Nicht glücklich? Sieht doch super aus. Und war sogar ein Schnäppchen. Von insgesamt 900.000 Euro musste die Gemeinde nur 26.000 dazugeben. Da kann man echt nicht meckern. Aber wenigstens die Bürger sind begeistert, oder? Wir haben uns gewundert, dass das sieht aus wie auf der Hauptverkehrsstraße hier. Und das finde ich schon ein bisschen heftig, was hier gebaut wurde, muss ich ehrlich sagen. Steuergeldverschwendung, einfach Geldverschwendung, total. Das ist ja schön und gut, aber der alte Bahnübergang war völlig ausreichend für den Verkehr, der hier war. Und dieser hier ist einfach völlig überdimensioniert. Überdimensioniert? Quatsch. Die Bahn macht keine halben Sachen, wenn sie endlich mal was anpackt. Ben? Die Bahnübergangssicherungsanlage stammte aus den 60er Jahren. Der Bahnübergang wurde daher aufgrund des Anlagenalters erneuert. Und zwar vorschriftsmäßig. Das bedeutet, aus diesem einspurigen Feldweg wird ein total moderner Bahnübergang mit allen Schikanen. Nur um danach wieder ein stinknormaler Feldweg zu werden. Das ist schon absoluter Wahnsinn, wenn man das eben sieht, wenn man auch diese Straße, die eigentlich hier verbunden wird, sieht. Aber nur weil auf dem Feldweg nichts los ist, muss ja nicht auch auf dem Bahnübergang wenig los sein. Denn im vorliegenden Fall konnte ein Begegnungsfall nicht ausgeschlossen werden. Ja, zwar fahren höchstens 10 Autos am Tag hier lang, aber die könnten sich theoretisch eventuell genau auf den Gleisen begegnen. Und da muss man auch auf dem Dorf etwas größer denken. Der landwirtschaftliche Verkehr braucht diesen Bahnübergang, das steht außer Frage. Aber einen Großstadtbahnübergang, den haben wir uns so in der Form nicht vorgestellt. Großstadtflair in der norddeutschen Provinz. Dank der Deutschen Bahn. Ich glaube, die Deutsche Bahn kann es einfach keinem recht machen. Entweder ist sie zu spät oder sie ist zu früh. Wer weiß Gott, was aus diesem Dorf noch alles wird. Wir wissen es ja nicht. Okay, gut, zugegebenermaßen. Es ist etwas überdimensioniert, was sie da machen und vielleicht auch etwas teurer für die Stadt. Aber das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Also, da verstehe ich es jetzt nicht. Dann ist halt die Stadt dran schuld, dass die noch so ein bisschen, das Dorf, dass sie noch so ein bisschen, ja, zurück sind. Vielleicht kommen ja noch ein paar mehr Leute. Und selbst für die 10 Autos, die den Bahnübergang überschreiten, es ist immer noch eine sichere Maßnahme. Also, da bin ich jetzt, ja, gut, es war teuer, aber fand ich jetzt nicht so schlimm wie der Bahnunterführung, wo es im Nachgang nochmal alles angepasst worden ist. Da haben die jetzt einfach schon zu weit in die Zukunft. Also bei Bahnunterführung waren sie zu langsam und jetzt sind sie etwas zu schnell. Tja, so passiert's. Also Pünktlichkeit, also die angegebene Ankunftszeit ist in eine etwas, ja, es könnte sein, dass der Zug um 13:15 Uhr ankommt, aber es kann auch um 13:20 Uhr oder es kann auch um 13:10 Uhr sein. Sucht's euch aus. In diesem Fall waren sie leider etwas zu früh. Vielen lieben Dank fürs Reinsehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn auch du ein Video hast, worauf ich unbedingt reacten soll, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Bye bye.